Russland zeigt, dass sie bereit sind, ernst zu machen, dass sie also bei Nichteinhaltung der Lieferverträge oder der Zahlungen bereit sind, dann die Gaslieferungen einzustellen. Das muss man ernst nehmen und das gilt im Zweifelsfall auch für andere europäische Länder. Ich nehme das auch ernst, aber es gibt das klare Commitment, die klare Verabredung, dass wir vertragstreu sind. Europa wird, Deutschland wird seine Zahlungen in Euros und andere Länder vielleicht in Dollars leisten und nicht in Rubel. Und die Transformation dann, nachdem die Zahlungen geleistet sind, ist dann Sache von Gazprom. Und wir haben das mit der Europäischen Union abgesprochen. Diesen Weg gehen wir fort. Ich nehme es also sehr ernst, aber auch nicht so, dass Bange machen gilt in der Situation.